Würzburg, ole, Kickers Würzburg, ole, ein Leben lang. Kickers Würzburg, ein Leben lang. Kickers Würzburg, ein Leben lang. Rot und Weiß in unserem Herzen, von Anfang an. Kickers Würzburg, ein Leben lang. 1907 gibt's unseren Verein. So wie in alten Tagen, so soll es wieder sein. Wir fiebern, feiern, fighten, geben alles bei jedem Spiel. Würzburgs neue Zeiten, der Sieg ist unser. Alles geben, sind wir gerne hier. Wir halten fest zusammen, wir sind mein Frankens stolz. Würzburger Buben sind aus besonderem Holz. Kickers Würzburg, ein Leben lang. Kickers Würzburg, ein Leben lang. Die Jungs von der Lizenzmannschaft kommen, dann dass die eine oder andere Abläufe vielleicht auch fehlen. Nichtsdestotrotz aber fand ich, dass wir erst der Halbzeit einfach zu verhalten waren. Wir waren im Anlaufen, Pressing nicht aggressiv genug. Wir haben die Jungs einfach vom Kickers einmal rausspielen lassen, hinten raus, wo wir eigentlich auch schon ein paar Mal Situationen hatten, wo wir sie zupacken könnten, und das haben wir nicht geschafft. Und dann mussten wir halt 60, 70, 80 Meter nach hinten springen, sprinten. Und ähnlich war das auch im Ballbesitz, wo wir dann zu leicht, zu einfach die Bälle abgegeben haben, ohne großen Druck. Da war ich unzufrieden. Wir haben dann auch in der Halbzeit reagiert. Und zweite Halbzeit fand ich dann schon besser von unserer Seite aus. Nichtsdestotrotz aber war, glaube ich, Qualitätsunterschied zu sehen. Und Glückwunsch an Marco, an deine Mannschaft und viel Erfolg weiterhin in der Rest der Saison. Vielen Dank, Marco. Wie siehst du die 90 Minuten? Ja, erstmal vielen Dank, Peter, für die lobenden Worte. Ich glaube, das hat sich tatsächlich meine Mannschaft heute auch verdient. Wir wussten, dass Fürth sich jetzt im Saisonverlauf deutlich gesteigert hat. Ich habe euch am Anfang der Saison mal gesehen. Da waren auch schon Abläufe da, da war auch eine Spielidee da, aber ihr habt es jetzt erst in letzter Zeit geschafft, dadurch auch gut oder damit auch gute Ergebnisse zu erzielen. Wir wussten, dass Fürth kommt mit 5 ungeschlagenen Spielen, dann doch auch irgendwo mit Selbstvertrauen. Dann siehst du auf dem Spielberichtsbogen, dass noch einige Spieler von der Profimannschaft dabei sind. Und wir wussten schon, dass da Qualität auf uns zukommt. Ja, dass natürlich bei Fürth, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass da nicht alles passen kann, wenn da neue Spieler dabei sind, ist klar. Und ich glaube, diese Probleme, die man dann haben kann, die haben wir von Anfang an aufgedeckt. Ich glaube, es war von uns eine sehr konzentrierte Leistung von Anfang an. Wir waren sehr dominant, sehr ruhig am Ball, hatten gute Pressing-Momente, haben es immer wieder geschafft, Bälle im vorderen Drittel zu gewinnen oder auch da reinzubringen über ein gutes Aufbauspiel, und waren von Anfang an auch torgefährlich. Machen dann
zwei gut rausgespielte Tore, haben vor der Halbzeit auch die Chance, dann noch auf 3-0 zu stellen. Ich glaube, dann wäre das Spiel schon durch gewesen. So muss man natürlich schon immer auf der Hut sein. Und ich glaube auch gerade gegen Ende der ersten Hälfte hat sich Fürth so ein bisschen auch befreit, hat selber dann ein paar Standardsituationen, wo man gut verteidigen mussten. Aber auch das gehört zum Fußball dazu. Und wir haben gerade auch in diesem Bereich ja das tiefere Verteidigen, die Boxverteidigung schon viele Dinge deutlich besser gemacht als zuletzt oder im bisherigen Saisonverlauf. Deshalb war unterm Strich natürlich dann auch nach dem 3-0 in der zweiten Hälfte ein sehr ungefährdeter Sieg, wo man dann auch früh wechseln konnten, wo man einigen Spielern dann auch natürlich Spielzeit geben konnten. Darunter leidet so ein bisschen der Spielfluss. Deshalb war es hinten raus vielleicht ein bisschen holpriger, aber trotzdem über 90 Minuten gesehen war es eine gute Mannschaftsleistung und mit der können wir sehr zufrieden sein. Und deshalb freuen wir uns heute. Danke. Gibt es Fragen? Marco, vielleicht kleiner Wermutstropfen. Benjas Jünger Abiol war ein bisschen angeschlagen, auch ja, nach dem Spiel auch ein bisschen humpelnd. Weißt du, was er hat? Ich weiß es nicht genau, wie es passiert ist. Ich weiß nur, der Muskel hat dann irgendwo im Bereich von Knie, Oberschenkelansatz oder Knie-Wadenansatz, ich weiß nicht genau, hat zugemacht und es wurde in den 15 Minuten in der Halbzeit immer schlimmer, es wurde immer fester und deshalb haben wir gesagt, wir gehen da kein Risiko ein. Man hätte ihn vielleicht nochmal rausschicken können, aber die Gefahr, dass was Schlimmeres passiert, war einfach zu groß. So glaube ich, ist es nichts Dramatisches. Ich glaube, mit 2-3 Tagen Pause, mit guter Behandlung, kriegen wir ihn im Laufe der Trainingswoche wieder dazu und er ist nächste Woche wieder dabei. Ja, Peter Kurzweg ähnlich, auch Vorsichtsmaßnahme. Er hat auch gemeint, nach einem Schlag hat sein Muskel ein bisschen zugemacht. Deshalb haben wir ihn auch dann relativ früh runtergenommen. Ja, also ich hoffe, alles nichts Dramatisches. Weitere Fragen? Über YouTube kam wieder eine Fanfrage und fand ich, Marco, wie wichtig war es heute für das Mannschaftsgefühl nachzulegen, nachdem Unterhaching bereits gestern gewonnen hat? Uns ging es ja nicht um Unterhaching. Unterhaching ist mir relativ egal. Uns ging es darum, jetzt nach der Niederlage in München einfach viele Dinge besser zu machen und heute 3 Punkte einzufahren. Das heißt, wir schauen auf uns, wir wollen jedes Spiel, jede Woche gewinnen und wenn wir das nicht schaffen, dann sind wir sehr, sehr unzufrieden. Das war auch in der Trainingswoche so. Trotzdem, nachdem wir die Dinge aufgearbeitet hatten und natürlich auch einiges trainiert haben, war die Stimmung heute vor dem Spiel wieder positiv und ich glaube, das hat man auch gemerkt, ja, also positiv entschlossen, dieses Spiel heute für uns zu entscheiden und es hatte wirklich 0, gar nichts mit Unterhaching zu tun. Gut, dann wünschen wir den Gästen einen guten Nachhauseweg. Und wir sehen uns in 14 Tagen beim nächsten Heimspiel hier wieder am Dalle. Bei jedem Spiel Würzburgs neue Zeiten.